Inge Leibold hat ein ganzes Bündel Briefe dabei, als sie heute die Verbraucherzentrale in Memmingen betritt. Verschiedene Lottogesellschaften bombardieren sie regelrecht mit Post, buchen immer wieder Geld von ihrem Konto ab. Und das Ganze hat vor 2 Jahren ungefähr angefangen. Da habe ich bei einer oder zwei Lottogesellschaften mitgemacht. Die haben mir das also sehr schmackhaft gemacht und habe ich gedacht, ja, da könntest du ja, kannst du ja mal probieren. Und dann ist es immer mehr geworden. Ein typisches Beispiel. Immer wieder wird die Rentnerin von den wechselnden Gesellschaften um ein weiteres Vierteljahr vertröstet, auf bestehende Verträge verwiesen. Genau diese Verträge bestehen aber in den meisten Fällen nicht, sagt Elisabeth Geiger von der Verbraucherzentrale und spricht von einer Beweispflicht der Lottogesellschaften. Bestünde wie in den meisten Fällen tatsächlich kein Vertrag, rät sie dazu, die Abbuchung rückgängig zu machen. Ich bin jetzt bei Elisabeth Geiger in der Verbraucherzentrale in Memmingen. Frau Geiger, was sind denn die größten Fallen, in die ich als Verbraucher tappen kann? Also zunächst möchte ich mal sagen, also das Verbraucherverhalten oder diese Verbraucherprobleme sind nicht geringer geworden, sondern sie sind immer größer geworden. Und ich kann es auch nachvollziehen, der einzelne Verbraucher kennt sich in diesen vielen Gesetzesvorschriften überhaupt nicht mehr aus und ist damit restlos überfordert. Es geht bei uns um die klassischen Anfragen, da geht es um Kaufverträge, um Werkverträge, um Reiseverträge. Häufig kommen auch Anfragen zu diesen sogenannten Fluggastrechten. Dann 70% der Anfragen betreffen den Telekommunikationsbereich und den Internetbereich. Wo kann ich da, in welche Falle kann ich da tappen? Zunächst einmal möchte ich mal die sogenannten Abo-Fallen ansprechen. Häufig sagen uns Verbraucher, sie hätten also keine Kostenhinweise gesehen, sie waren sich eben nicht bewusst, einen derartigen Vertrag da im Internet abgeschlossen zu haben. Häufig ist es in der Tat so, dass sich der einzelne Verbraucher wehren kann. Wir bieten ja Musterbriefe an, indem der Verbraucher mal schreibt und letztendlich die Zahlung verweigern sollte. Minderjährige haben sowieso einen minderjährigen Schutz. Hier können sich die Eltern wehren. Und hauptsächlich kommen natürlich auch Probleme mit Internetkäufen auf uns zu. Also entweder wird die Ware nicht geliefert oder die Ware hat einen Fehler. Oder letztendlich, der Verbraucher hat diesen Vertrag widerrufen und kommt nicht mehr an sein Geld. Der Klassiker zum Thema Abzocke ist aber sicherlich die Kaffeefahrt oder die Gewinnbenachrichtigung, oder? Ja, es ist so, häufig werden ahnungslose Verbraucher mit dubiosen Gewinnversprechen zu diesen Kaffeefahrten gelockt. Es wird dann versucht, eben auf diesen Fahrten überteuerte Produkte an den Mann zu bringen. Der Verbraucher hat zwar hier ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Häufig werden natürlich auch unsinnige Reiseverträge an den Mann gebracht. Und letztendlich, wenn der Verbraucher eine Anzahlung geleistet hat und er möchte diesen Vertrag dann widerrufen, kann er zwar widerrufen, aber er kommt letztendlich nicht mehr an sein Geld. Also wir warnen davor, man sollte bloß nicht an diesen Fahrten teilnehmen. Also am besten gar nicht reagieren. So ist es. Ab in den Papierkorb. Und häufig ist es ja so, es gibt ja auch unseriöse Gewinnversprechen per Brief oder per E-Mail. Hier sollte man auch nicht reagieren. Letztendlich wird natürlich immer wieder versucht, dem Verbraucher einen unsinnigen Vertrag andrehen zu wollen. Dank der Wirtschaftskrise sind Banken und Versicherer jetzt verpflichtet, Beratungsgespräche zu protokollieren. Wie sollte ich mich als Verbraucher da verhalten? Also zunächst einmal wir haben ja ein neues Versicherungsvertraggesetz. Das ist am 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Hier gibt es ja diverse Vorschriften. Unter anderem muss ihm ein Produktinformationsblatt ausgehändigt werden. Er muss bei Antragstellung die vollständigen Vertragsunterlagen erhalten. Er muss natürlich auch ordentlich belehrt werden und er sollte ein Beratungsprotokoll verlangen. Aus Unkenntnis, das ist zumindest unsere Erfahrung, haben sehr viele Verbraucher auf dieses Protokoll verzichtet. Das sollte er bloß nicht machen. Er sollte immer ein detailliertes Beratungsprotokoll verlangen. Das dient dann später auch als Beweismittel und er ist nicht verpflichtet, dieses Beratungsprotokoll zu unterschreiben. Sie raten dazu, es nicht zu unterschreiben? Nein, warum? Er soll es nicht unterschreiben, weil er an sich überhaupt keine Verpflichtung dazu hat. Das könnte vor Gericht anders bewertet werden. Zu diesen Geldanlagegeschichten, seit Januar 2010
müssen auch Banken ein Beratungsprotokoll führen. Auch hier ist der Verbraucher nicht verpflichtet, dieses Beratungsprotokoll zu unterschreiben. Okay, danke schön. Dann sind wir jetzt ein wenig schlauer, wie wir uns verhalten sollen. Und ich gebe jetzt zurück ab in den Sender. Dort gibt es jetzt Werbung und dann TV Allgäu kompakt.